Das Studio Pixel präsentiert ein Retro-Spiel aus dem Jahre 2004, entwickelt von einer einzigen Person, dem Japaner Daisuke Amaya, Spitzname Pixel, deswegen Pixel Studios. Und das Spiel heißt im Original Dokutsu Monogatari, beziehungsweise in der Übersetzung, in der englischen Übersetzung von Aeon Genesis Cave Story. Das Spiel ist per Freeware erhältlich. Das Original, was ich hier spiele, oder die englische Übersetzung. Ich werde den Link dazu auch in die Videobeschreibung reinhauen. Da könnt ihr das selber spielen. Es wurde portiert unter anderem auf macOS, auf Linux, auf PlayStation Portable, auf Xbox, auf AmigaOS. Es ist per WiiWare erhältlich. Es ist per 3DSiWare, glaube ich, erhältlich. Allerdings nur in Nordamerika, soweit ich weiß. Und eine 3DS-Version ist nach meiner Information auch in Entwicklung. Also das Spiel ist zwar schon ein bisschen alt, aber soll sehr gut sein. Und wird dementsprechend auch für verschiedene Plattformen gerade noch weiter gepflegt. Ich habe ja schon mal ein bisschen reingespielt, deswegen könnte ich jetzt laden, aber ich möchte ein neues Spiel beginnen. Und bevor ich das mache, möchte ich noch Zwergesel bedanken, mich bei Zwergesel dafür bedanken, dass er mir dieses Spiel empfohlen hat. Alleine schon die Musik ist, glaube ich, großartig. Und los geht's. Von irgendwoher eine Transmission, eine Übermittlung. Ich muss drücken, damit es weitergeht. Irgendjemand sucht Su. Su, bist du da? Ich bin's, Kazuma. Ich könnte irgendwie wegkommen, ausbrechen, aber ich bin verloren. Ich habe zwar was zum Unterstellen, ja, ich habe einen Unterschlupf gefunden, aber es gibt hier nichts, außer einem Computer mit Internet, scheinbar. Wenn du mich hören kannst, dann bitte antworte. Bitte. Ja, und das sind wir. Hier ist ein Speicherpunkt. Den benutze ich einfach mal. Da kann man die Lebensenergie wieder auffüllen. Diese Dinge benutzt man mit Pfeil nach unten, genau wie auch diese Tür. Und im Prinzip gibt es nur zwei wichtige Steuerungen. Gerade ist das Springen und gleich noch das Schießen. Diese Stacheln da, die machen Schaden. Deswegen will ich die nicht berühren. Und auch die Gegner machen Schaden, auch die will ich nicht berühren. Und hier ist eine Lebenskapsel. Na, wenn er gerade aufgepasst hat, gerade hatte ich 3 Lebensenergie. Jetzt habe ich 6 Lebensenergie, da links oben. Das erste Ziel ist hier, den Gegnern hier auszuweichen. Das ist die Luft, wenn man im Wasser drin ist. Und in dieses vertrauensvolle Maul hineinzugehen. Zum Schmied, der hoffentlich eine Waffe hat. Naja, er schnarcht. Da bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ein Schwert oder so aus der Truhe nehme. Oder vielleicht ein Katana. Das ist ein japanisches Spiel. Oh nein, eine Pistole. Naja, heißt ja auch Gunsmith, also Pistolenschmied. Und schon wieder von irgendwoher eine Übertragung. Ich suche den User Su. Den Benutzer Su. Einen Benutzer gefunden. Su, bitte antworte. Sie schauen nach dir. Schläfst du? Dein Bruder ist so alleine. Okay. An dieser Stelle würde ich jetzt eigentlich denken, dass ich hier Su bin und ihn finden muss. Übrigens, das hier ist die Pistole. Und es gibt solche Dreiecke. Das ist Erfahrung. Und die steht links oben neben dem Level. Man kann auch nach oben schießen. In der Luft auch nach unten. Links und rechts natürlich. Der Level ist dafür da. Das ist Heilung. Der Level ist dafür da. Je höher der Level ist, desto mehr Schaden macht man. Allerdings verliert man jedes Mal, wenn man selber Schaden abbekommt, einen ganzen Level und es geht auch höchstens auf Level 3 hoch. Das heißt, es ist so ein kleines Belohnungssystem. Wenn man sich anstrengt, wenn man gut ist, dann wird man stärker und wenn man nicht so gut ist, dann wird man wieder schwächer. So, und jetzt hat das Spiel eine kleine Besonderheit, nämlich wenn man hier kurz rausgeht, und das möchte ich jetzt nochmal tun, um zu speichern, wenn man kurz das Gebiet verlässt und wieder zurückkommt, dann sind die Gegner wieder da.
nochmal die Erfahrung einsammeln. Und jetzt seht ihr Level 2. Die Füße fliegen weiter und es kommt doppelt und macht mir Schaden. Die Tür da ist verschlossen. Muss ich aufschießen. Ja, und hier geht es gleich durch zu einem Dorf. Bis dahin habe ich ungefähr gespielt. Aber weil jetzt eine Zwischensequenz kommt, wollte ich das noch kurz sagen. Da geht's hin. Antworte mir, ich bin so hungrig. Es gibt nichts zu essen hier und ich muss mich von Kakerlaken ernähren. Aha, das war ein Witz. Haha. Aber wenn ich müsste, dann werde ich es wirklich tun. Und das hier ist das Mimiga-Dorf. Mhm. Wer möchte einen Schlüssel? Nein, ich gebe dir nicht den Schlüssel. Ah. Also, dann sieht man schon, der Spielercharakter ist nicht Sue, sondern Sue ist jemand anderes. Und er fragt jetzt, willst du Sue beschützen? Sie ist eine Fremde, sie ist nicht eine von uns. Aber Sue ist eine gute Person. Und ich würde niemals sie betrügen. Oder verraten. Toroko, so heißt wohl das scheinbar kleine Mädchen. Wenn der Doktor kommt, weißt du, er wird jemanden... Er wird uns jemanden wegnehmen. Und wenn wir ihm nicht zugeben, dann könnte er einen von uns nehmen. Dich vielleicht. Aber den Schlüssel, Toroko. Und da kommen wir runter. Okay, es gibt also einen Doktor, der wohl böse ist und hier regelmäßig oder unregelmäßig vorbeikommt und so eine Art Menschenopfer oder so verlangt. So, hier möchte ich gerade nochmal speichern. Und hier konnte man gerade, genau, das Leben auffüllen. Was jetzt gerade unnötig war, aber das geht beliebig oft, deswegen ist das nicht schlimm. Was bist du denn für einer? Kann ich dich abschießen? Nein. Hier geht's auch nicht weiter hoch, aber da geht's rein. Reservoir. Ein Wasserreservoir, wie es scheint. Mal da hoch. Ja. Aber sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Okay, man kann auch nicht aus dem Wasser rausspringen, sondern immer nur vom... Und man kann auch nicht schwimmen, sondern nur wirklich vom Boden hoch, so. Also ich komme jetzt hier nicht raus. Das heißt, ich muss hier zurück ein bisschen Anlauf nehmen und vor dem Wasser losspringen, um hier rüber zu kommen. So, was bist du denn für einer? Sue? Ja, ich kenne sie. Das ist nicht Sue. Das ist das nette Mädchen in Arthurs Haus, das die ganze Zeit drin bleibt und nicht rauskommt, richtig? Sie kam nicht allzu lange hierher. Und sie wurde hier im Reservoir gefunden. Aber sie scheint die Einwohner des Dorfes nicht zu mögen. Was eigentlich komisch ist, weil sie ist eine Mimiga, so wie alle anderen im Dorf. Da unten glitzert was. Und ich habe einen silbernen Anhänger oder so gefunden. Und einen Fisch erschossen. Ich glaube, das Spiel lehnt sich so ein bisschen an frühe Klassiker an, wie Zelda und... Ja. Hauptsächlich Zelda, glaube ich. Vielleicht auch Metroid. So die Ecke. Jetzt haust du wieder ab. Warum haust du ab? Ich tue dir doch gar nichts. Gib mir den Schlüssel. Nein! Grrr, Toroko! Du kommst nicht so einfach weg hier weg. Moment, was ist das? Ist das das Haus? Nichts. Das ist Arthurs Haus, aber es ist verschlossen. Aber hier ist ja noch ein Haus. Was gibt's hier? Shaq, die Schweine. Why, you little? Wie, du greifst mich an? Was fällt dir ein? Was soll denn Mist? Eek. Rette mich. Hä? Du bist ja gar nicht vom Doktor. Oh, tut mir leid. Ich hatte solche Angst.
der Doktor ist so ein böser Mensch. Kommt zu uns in unser Dorf und nimmt uns weg. Und manchmal tötet er sogar, wie mein Bruder, hat meinen Bruder getötet. Okay. Oh. Der Anhänger, du hast ihn gefunden für mich? Su hat ihn mir gegeben. Ah, ich sollte ihn nicht näher haben. Der König dreht wohl so ein bisschen durch, wenn er sieht, dass Su und ich miteinander auskommen. Du kannst es haben. Ich kann es jetzt also behalten. Was ist das? Hussa! Ich muss das mal weg. Scheinbar. Du kannst dich nicht verstecken. Ich habe die Nase eines Bluthundes. Ja, tust du. Was? Die Nase? Und ich möchte sagen, das Hirn auch. Misery, ich habe sie zuerst gefunden. Seid ihr beide vom Doktor? Ah, bist du Su, hä? Der Doktor hat für dich gerufen. Komm mit. Was? Ich bin nicht Su. Hey! Balrog, du darfst den Rest hier erledigen. Nein, du hast die falsche... Nicht schon wieder. Ich muss immer aufräumen. Und ich habe sie sogar zuerst gefunden. Also, was ist mit dir los? Willst du mich bekämpfen mit dem Ding? Ja, wusste ich's doch. Ah. Level down, genau. Hat er mich jetzt gefressen? Nein. Level down wegen Schaden gekriegt. Und wie gesagt, man kann auch nach unten schießen. Das ist. Ah. Nein, nicht schon wieder. Noch ein Lebenspunkt. Ah. Muss ich aber aufpassen, ey. Hui, das war knapp. Oder? Ah, nein. Warte, du, warte mal. Das. Hui, Balrog besiegt. Das war knapp. Oh, Erfahrung. Ja, bitte. Yay, Level 2. Endlich wieder. Ich will wieder Level 3. Ich habe beim Testen bin ich auf Level 3 gekommen. Und das ist dann nochmal ein ganzes Stück stärker. Aber jetzt gehe ich, glaube ich, zuerst nochmal zum Speicherpunkt und werde mich heilen. Dann gucke ich mir mal an, was das da ist, das Weiße neben den Vasen. So, erstmal heilen. Vielen Dank. Und dann, na, speichern. Genau. Ich spiele das Ganze übrigens auf dem Gamepad, deswegen, wenn ich nach links drücke, kriege ich manchmal nach oben oder nach rechts und andersrum. Weil das Steuerkreuz von dem Gamepad nicht ganz so gut ist. Aber es ist deutlich angenehmer, finde ich, als Tastatur. Wurde gekidnappt. Nein, das ist nicht gut. Jetzt gibt es nur noch ein Mädchen im Dorf und das ist Su. Ja, Moment, aber ich sehe doch auch weiblich aus. Hm. Und ich bin offensichtlich im Dorf. Und überhaupt, was soll das? Warum ist es wichtig, wie viele Mädchen es im Dorf gibt? Sexismus! Gesehen, dass es hier noch was gibt. Ja. Oh, eine Karte. Yay! Wie ist es da geschrieben? Solange du den Forschergeist hast oder behältst, wirst du einen Weg nach draußen finden. Daran glaube ich. Heppa. Nein. So, wo kriege ich jetzt die Karte? Bin mir da nicht so sicher. F1? Nein. Ding. Okay. Ah, da ist die Karte. Alles klar. Okay. Wie gesagt, ich spiele auf Gamepad, aber ich habe das Gamepad frei konfiguriert, sodass bei den einzelnen Drücken von den verschiedenen Tasten entsprechend Tastaturkommandos rauskommen. Und so kann ich es frei belegen. Die Map habe ich dahin gelegt, auf dem linken Analogbutton nach oben. Links, rechts wechselt die Waffe. Assembly Hall, das ist doch der Böse von vorhin. Der Schlüssel zu Arthurs Haus. Ich dachte, es gibt doch mindestens einen anderen. Toro ist doch doof.
Vielleicht weiß Jack, wo man den finden kann. Hurricane Snap. Ich sehe etwas hinter den Flammen. Vielleicht den Schlüssel? Wie komme ich da ran? Bräuchte ich vielleicht eine andere Waffe, die Wasser schießt oder so? So, was gibt's hier? Den Friedhof. Was? Torogo wurde gekidnappt? Oh nein! Das muss ich dem König erzählen. Ich dachte eigentlich, dass du hier Wache hältst. Der Friedhof. Moment, das muss er dem König erzählen und der König ist da drin? Heißt das, der Böse ist gar nicht... Böse oder der Doktor oder so? Toroko, ich kann's nicht glauben. Torokos älterer Bruder Arthur. Er war ein großartiger Krieger. Aber er wurde getötet von einem von den Anhängern von Doktor. Und jetzt, ich konnte sie nicht beschützen. Es gibt zwei Schlüssel zu Arthurs Haus. Toroko hat den einen. Der andere ist im Friedhof, auf dem Friedhof versteckt. Ah. Das heißt, da hinten geht's weiter, aber wie ich so bin, möchte ich erstmal den ganzen Rest erforschen, bevor ich dort hingehe, wo es richtig weitergeht. Es gibt hier eine Yamashita-Farm. Das bedeutet bestimmt irgendwas auf Japanisch. Eine Blumenfarm oder so, nehme ich an. So, was bist du? Das ist unsere Farm. Wir bauen Blumen an, sage ich doch. Und ich bewache die Farm. Wir Migas brauchen diese Blumen, aber die roten, die sind böse. Wenn du eine rote Blume isst, dann wird dein Blut anfangen zu kochen und bald bist du tot. Bald drauf wirst du sterben. Wie gut, dass wir hier keine roten Blumen haben. Kann ich die essen? Ich dachte, ich bin auch ein Mimiga. Ah nein, nein, Su ist ein Mimiga. Das ist der... Der Sprinkler, genau, die Sprinkleranlage. Ein Herzcontainer unter Wasser. Yay, neun Leben. Komme ich da jetzt raus? Gerade so. Ich dachte schon, das wäre vielleicht eine Falle oder so, dass man da nicht mehr rauskommt. Genau, mit dem habe ich gequatscht. Das war's dann hier. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es da drüben noch irgendwas gibt. Ah, da oben ist noch was, aber komme ich da irgendwie hin? Nein, da komme ich nicht hin. In Arthurs Haus komme ich nicht rein, da fehlt der Schlüssel. Da unten rechts war ich. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist auf den Friedhof gehen. Und bevor ich das tue, werde ich nochmal speichern, weil ich jetzt das komplette Dorf einmal erforscht habe. Das ist ungefähr so weit, ne, es ist ziemlich genau so weit, wie ich bisher gespielt habe, zum Testen. Hier in diesem Dorf, ich bin nicht zu dem Friedhof, weil hier geht's weiter. Ja, jetzt fängt sozusagen das Spiel für mich unbekannterweise an. Da oben glitzert was. Was? Das sind Gegner? Ui, ich dachte, das wären so Mimigas, so freundlicher wie eben die ganze Zeit. Okay, von oben kann ich ihm Schaden machen. Kurz danach auch ansonsten. Na? Uah. Ich soll den da unten treffen, dann treffe ich ihn danach von der Seite besser. Hui, der hat aber gute Erfahrung gegeben, ey. Böser Gegner. Und da oben ist eine Tür. Aber erstmal hier alles aufräumen. Hui. Weil ich will dahin, wo es glitzert. Arthurs Grab. Da steht was auf dem Grabstein. Hier schläft der edle Arthur, der wahre Held der Mimigas. Ein Schlüssel! Yay! Etwas. Ja, das hatten wir schon. Da unten ist ein neuer Gegner. Wo kommt der denn her? Na egal. Erstmal hier hoch. Wie kommt man hier hoch? Trickshot! Nein. Wie kommt man da hoch? Vielleicht kann man ja noch irgendwas finden, sodass man höher springen kann nachher. Und kommt dann da hoch. Bist du ein Gegner? Ja. Und damit komme ich jetzt in Arthurs Haus. Soll ich denen kurz Bescheid sagen? Nein. Du
weiß nichts, weiß von nichts, bla bla bla. Ja, das geht doch alles. Und ja, das wissen die auch schon. Ja, da ist was hinten dran. Mit Level 2 ging das nicht, genau. Vielleicht geht's ja mit Level 3. Oder eben doch mit einer anderen Waffe. Wer weiß. Muss ich mal ausprobieren, wenn ich eine neue Waffe habe. Wie heißt das hier eigentlich? Hoch, hier mal Fita Farm, links Reservoir, rechts Friedhof. Da kam gerade mein Bildschirmschoner. Ich hoffe, das hat nicht gestört. Da wird es wieder Vollbild. Genau, und nach unten Arthurs Haus. Also bei mir, das Spiel läuft nur in 640x480. Ich denke, ich werde es nachher hochskalieren auf 720p, damit die Audioqualität ein bisschen besser wird. Aber ich habe es trotzdem als Vollbild auf meinem großen Monitor. Einfach, weil 640x480 etwas sehr, sehr kleines nur. Und gerade hat mein Bildschirmschoner das Vollbild versaut. Und danach, ein paar Sekunden danach, wurde es wieder Vollbild. Von daher, kein Problem. Ich kann weiter aufnehmen. Ich hoffe nur, die Aufnahme funktioniert noch. Oh, hier kann man direkt nochmal speichern. Das brauche ich jetzt nicht. Da ist ein Computer. Was ist das? Da unten sind... Oh, rote Pflanzen. Das ist ja böse. Ich dachte, die sind böse. Ein Bett. Do you want to rest? Nein, ich will mich nicht ausruhen. Wobei, doch. Mach ich einfach mal. Was passiert da? Okay, die Lebensenergie wird aufgefüllt. Gut zu wissen. Ach so, das ist alles. Habe ich Erfahrung verloren? Ich mache das Ganze nochmal. Und merke mir mal, wie viel Erfahrung ich habe. Und... Nein, die Erfahrung ist nicht weniger geworden. Dann ist es wohl einfach nur zum Ausruhen. Das hier... sieht aus wie rote Pflanzen. Rote Blumen. Aber ich kann sie nicht benutzen. Was haben wir hier? Ein Teleporter! Ich darf mich nicht teleportieren. Und hier... ein Computer, nehme ich an. Wenn ich... wenn ich muss, dann werde ich... möchte ich Teleportation zum Aya-Korridor erlauben? Ja! Und die Teleportation ist erlaubt. Das heißt, ich speichere jetzt nochmal. Und das wäre doch ein wunderbarer Punkt für einen Folgenschnitt. Ja, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen.